Damit haben sie jetzt nicht gerechnet, oder? Genau so unerwartet werden auch die Momente in dieser Reaction. Lasst ein Like da und ein Abo auf. Neck, jedes Mal muss ich das gleiche sagen, aber ihr macht es einfach nicht. Meine Fresse. Wir starten rein, let's go. Da ist Antoine Griezmann. Dicke, fette Explosion im Stadion, alles klar. Nein, der Ball ist, glaube ich, explodiert. Das passiert wirklich selten. Aber passiert. Was soll ich sagen, ne? Pirlo. Was macht dieser Torwart? Wie weit ist dieser Torwart vom Tor, also vor der Linie? Gab es früher nicht diese Regel, dass er irgendwie auf Linie bleiben muss? Puder. 2 Meter vor der Linie, okay. Okay, Torwart macht. Bruder, Torwart mit IQ-Play eigentlich, muss man sagen, ne? Der wirft zweite Ball schnell auf Feld, damit er den Einwurf nicht machen kann. Der rastet komplett aus, der Gegner. Aber gab, glaube ich, gelbe Karte dafür, weil das war schon ein bisschen unsportlich natürlich. Digga, was machen diese Leute aber im Stadion, wenn die nicht aufs Spielfeld gucken? Ach du Scheiße. Was macht diese Frau bitte? Sie fängt einfach, sie dachte kurz, sie wäre Torwart. Das gibt ja 100 pro Elfer. Sie fängt einfach den Ball. Hä? Warum? Ui, Peter Cech auf dem falschen Fuß erwischt. Ah, sieht man nicht oft. Sieht man nicht oft. Oder hat man nicht oft gesehen von ihm. So ein Fehler. Aber der steht ja wirklich da komplett los. Der war nicht 100 pro sicher, dass Flanke kommt. Ronaldinho-Torwart. Torwart kurz zu Ronaldinho geworden. Das Next Level. Kannst du mir nicht erzählen, dass das normal ist. In einem normalen Spiel, Digga, als Torwart, dass du da auf Panna gehst. Muss wirklich, entweder hat er die dicksten Eier, oder dem ist alles scheißegal. Guter Trick aber. Als Torwart, Digga, musst du mal vorstellen. Das riecht nach einem Eigentor. Aber sehr gutes, sehr gutes. Offizielle Bewerbung bei seinem Trainer als Stürmer, weil den musst du auch erstmal so machen. Das ist ja, oder besser als Haaland, Ibra oder was weiß ich. Modric geht mit dem Pass und jetzt kommt Spidey-Aktion. Das ist wirklich ein klassischer Spidey. Was wollte er machen? Was wollte er machen, fragt man sich. Genau wie diese Tor. Unglaublich. Super. Wirklich perfekt am Torwart vorbeigelegt. Nur blöd, dass das halt sein Mitspieler war. Ja, manchmal hat man halt so Aussetzer, ne? Passiert, passiert. Der dreht den rein, Digga. Boah, wo sind die denn mit ihren Gedanken, Alter? Der dreht den einfach. Ja, Torwart steht am Fünfer. LOL. Was passiert jetzt? Hört mir auf mit diesem Goat, hört mir auf, was soll das? Was übertreiben die so, Digga? Die wollen mich hier jetzt provozieren, glaube ich. Oh. Hä? Das war Schwalbe des Urgrauens. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ach du Kacke, Digga. Ich will rot geben für so eine Schwalbe. Also, Hackenanfleischung auch noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. Sehr, sehr wild. Sehr, sehr wild. 100 pro gewollt. Ja, 100 pro gewollt. Was? Hä? Oh! El Fenomeno! El Fenomeno! Deswegen ist er einfach El Fenomeno. Er ist phänomenal. Die Friese macht's halt, ne? Die Friese macht's. Warum hat mich das gerade so schockiert, dass Benzema den an die Latte setzt? Irgendwie, das hat mich unnormal schockiert. Ja! Der war ja auch gewollt. Double Kopfball. Er dachte sich, ich will Kopfball vom Boden lieber machen. Lukaku hat immer so lustige Aktionen. Das ist so geil, dass immer so Lachkick-Szenen, Alter. Oh, oh, Messis Sohn? Freut sich, dass Messis Team Tor kassiert? Das geht aber Puppenhaut zu Hause. Für Messi. Ja, ach du Scheiße, er fliegt in den Balkon rein.
Boah, wie geil, Alter. Boah, der hat auch noch gefilmt. Wie krank ist das? Der hat das auch noch gefilmt. Das ist wirklich krank. Der Ball auch gut. Kann man machen, kann man machen. Ach du Heilige. Mit bisschen Glück, ne? Mit bisschen, war glaube ich abgefälscht. War abgefälscht, wäre daneben gegangen. Ich will es nur noch mal kurz festhalten, wäre daneben gegangen. Ey, das ist auch nicht einfach. Das ist auch nicht einfach, Mann. Alle, die sagen, das ist einfach, die sind einfach lost. Guck mal, der war wirklich schwer zu nehmen. Sie macht ihn gut rein. Was? Also, wie soll Bernardo Silva den aber auch bitte annehmen? Er zeigt ja sogar, wirft hinter mich, ne? Aber der kam ja straight auf Bernardo. Also, er bricht ihm beide Beine und beschwert sich dann noch irgendwie. Ey, so eine Szene hatten wir auch letztens, Digga. Was ist denn mit diesen Verteidigern, dass sie da immer Hand nehmen, Alter? Der macht da irgendwie einen Abstoß, der Typ nimmt dann nochmal Hand. Hä? Die checken Fußball nicht. Kopfball raus. Das ist das Geile als Torwart. Du musst einfach nur deinen ganzen... Was heißt das Geile, aber das Krasse als Torwart. Du musst deinen ganzen Körper da einfach reinhalten. Egal mit was, einfach abwehren. Sir Alex. I love you, man. I love you. Macht er den? Macht er den? Ui. Den macht er sehr, sehr gut sogar. Sehr, sehr gut. Der lässt sie nochmal kommen, der lässt sie nochmal ins Leere rutschen. So ein Ding ist das. Oh, was ist denn das für ein Tiki-Taka? Was ist denn das für ein Tiki-Taka? Und dann Ronaldo! Boah, der schleicht sich an, der schleicht sich an. Wir wissen alle, was passiert. Der legt den Ball hin und der klaut ihm den Ball. Meine Herren, wie kann man denn so wenig checken? Uff. Ciao.